Du kannst ihn nicht mal in den Wolf erlegen. Bisch. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Let's Play zu Swung Sorcery. Eddies Stimmung hat sich wieder gesteigert, verbessert und Eddie ist wieder bereit für neue Schlachten. Steht noch an der Schmiede, schärft sein Schwert und wir kriegen eine Belohnung. Dein Charakter ist verwöhnt und die harte Arbeit hat seine Laune verschlechtert. Jetzt schleicht er durchs Dorf und jammert herum. Schick ihn stattdessen doch in Spa. Ich glaube, da war er schon, ne? Jo, Eddie war da und wir dürfen jetzt die Gruppe vergrößern. Eieieiei. Mal gucken, wer denn da noch dazu kommt. Dazu brauchen wir, 300 Gold. Haben wir nicht. Möb. Wir können auch nichts verscherbeln. Das heißt, Eddie darf doch wieder alleine unterwegs in den Wald. Ein letztes Mal alleine mit 162 Lebenspunkten ausgestattet. Einer dicken Metallrüstung. Knockt er jetzt den Pilz da erstmal auseinander. Rennt zum nächsten Wolf und zerbröselt auch das kleine Wölfilein. Na Eddie, jetzt komm, aber nicht schlapp machen hier, ne? Ausweichen. Eieiei. Ein bisschen Wolfsfell, es gibt noch weiteres Erz. Oh, ne, da will Eddie wieder nach Hause. Erstmal Wunden lecken, besser ist das. Rückzug, jetzt haben wir 302 Gold. Noel. Der französische Bogenschütze. Na, eigentlich hat er ein Schwert, aber seine Profession ist eigentlich das Bogenschießen. Denn wenn man jetzt zwei Leute losschickt, muss man schauen, dass diese natürlich so positioniert sind. Eddie vorne, Noel hinten und dann klappt das auch mit dem Kämpfen. Denn mit Nahkampfwaffen muss man ganz vorne angreifen. Wir schicken die mal los. Mal gucken, ob Noel auch von dort aus angreifen kann, aber das sieht nicht danach aus, denn Noels Schwert ist noch nicht lang genug. Oder? Ne, jetzt knibbelt nur Eddie da rein. Und Noel macht nichts, ne? Das ist eine faule Unterhosensau, ist das. Na komm, nu. Noel, was ist da los? Kriegt er gleich mal die erste Jacke voll. Hammer. Schauen wir mal, ob Eddie und Noel das überleben jetzt. Null wohl eher nicht. Aber Eddie weiß ja, wie sich das gehört. Und zerprügelt gleich den Drachen da auseinander. Zack, heilende Blätter. Victory. Ergebnisse. Null kaputt geknorkt. Das kostet jetzt richtig viel. So viel Gold haben wir noch nicht mal mehr. Deswegen, nö. Das machen wir natürlich nicht so. So, wir haben ein bisschen Leder. Das ist gut, da können wir uns schon mal ein bisschen was herstellen. Wir können auch noch Bäume herstellen hier. Planken aus der Rüstung rauskloppen. Yo, und die Schmiede. Eddie darf erstmal schuften gehen. Noel kommt in die Schmiede, darf da schuften. Da haben wir noch zwei Kupferbarren. Geil. Genau, Kupfererz heißt das. Wolfsleder dreimal und Kupferbarren. Jetzt können wir ihm keine Rüstung basteln. Doch, eine Mütze. Ne, wir ziehen ihm lieber eine Hose an. Und was haben wir noch? Eine einfache Armbrust, da würde uns noch was fehlen. Wir könnten auch eine Trainingsarmbrust herstellen. Würde ich jetzt allerdings an der Stelle aber nicht machen. Denn dann, da kann man sich eher was Neues dazu holen, sodass man ihm gleich vernünftige Ausstattung gibt, ja. Aber dafür müssen die tapferen Recken vorher noch erstmal ausgerüstet werden. Geht nicht, Level 2. Oha, der Noel, der wird hinterher tigern, ne? Das ist halt das zweite Rad am Wagen dieses Rollenspiels hier. Mal schauen, ob Noel irgendwann nochmal seine versteckten Talente offenbaren kann, um gemeinsam mit Eddie, unserem räuberischen Piraten, durch das finstere Wäldchen zu abenteurerieren. So, Gift, heilende Blätter. Noel will wieder nach Hause. Der hat schon genug. So, Eddie hat aber auch, glaube ich, richtig Schnauze voll. Nein, Eddie knüppelt sich da durch. Eiskalter Killer. Zack, Kupfererz eingeheimst. Oha, wieder Feuer. Na komm, Eddie. Eddie, halt durch. Jawohl, 15 Gold mitgenommen und nochmal ein Baumstämmchen auseinandergeknüppelt. Halleluja. So, Ergebnisse. Victory. Noel will immer noch nach Hause, aber er hat einen Vertrag unterschrieben, deswegen kann er einfach nicht wieder nach Hause gehen. Das ist das nämlich. Einmal die Seele eingefangen
Und schon ist man mit dabei. Ein Job für zwei. Hey. Dein Krieger ist natürlich ein cooler Typ, aber er steht einer feindlichen Übermacht entgegen. Das ist nicht fair. Ordne einen Partner für ihn an, falls du das noch nicht gemacht hast. Und schicke deinen neu ausgebildeten Abenteurer-Trupp in den Zaubererwald. Schweinerei. Jetzt müssen wir die nochmal losschicken hier. Ja, das Abenteuerleben ist nicht einfach. Über Stock und Stein, durch Wald und Baum, durch Wiese und Feld, in den Zauberwald, vorbei an mordlustigen, spuckenden Pilzen und bösartigen Wölfen. Ich glaube, Eddie hat das ganz geschickt gemacht, weil Eddie hat nämlich zu Noel gesagt, hey Noel, da hinten im Turm, da ist eine Prinzessin drin. Die müssen wir befreien. Nekrotina heißt die. Die Alte, die mag das. Mit zwei Abenteurern. So. Zack, und jetzt haben wir mal ein bisschen Kupfererz hier. Und den letzten gefährlichen Pilz des Waldes. Pilz of the Day. Knock Noel weg. Haha, Eddie, halt durch. So, komm. Zack, 12-mal Gold. Man kriegt noch ein bisschen Gold. Man kriegt noch ein bisschen Wolfsfelle, Kupfererz und Heilkräuter. Die Heilkräuter kommen erst später. Denn dann kann man denen nämlich noch Tränke mit auf den Weg geben. Das macht das Abenteurerleben natürlich viel einfacher. Und jetzt kriegen wir erstmal Gold. 110 Gold, sehr, sehr knorke. Das heißt, wir bilden Noel jetzt aus auf Level 2, denn jetzt kann Noel nämlich natürlich auch erstmal ohne Unterhose rumlaufen und vernünftig mit Eddie durch die Waldgeschichte springen hier. So, ein Brettchen herstellen. Können wir nochmal zwei Leder herstellen. Und schuften natürlich. Schuften. Einen Kupferbarren, das knüppelt Eddie inzwischen mit der linken Hand aus der Box da rausgeknorkt hier. So, eine Hose, ein Helm, eine Jacke kommt später, dann wird erstmal das hergestellt. Und wir brauchen noch eine Planke, damit wir quasi gleich eine Fernkampfwaffe haben. Ihr solltet an dem Punkt auch wirklich schauen, dass ihr eine Fernkampfwaffe zusätzlich bekommt. Denn dann wird das nachher noch einfacher. Und das ist ja auch Sinn der Sache bei einem Rollenspiel, dass wir uns das möglichst mit Ausrüstung einfacher machen, um da durchzuknorken. Kupfererz, eine Flamme, direkt mal auf dem Weg eingeschmolzen, den Barren. Und Noel lernt. Er lernt, indem er Eddie zuschaut, wie Eddie sich blutrünstigerweise durch Feuer, Pilze, Wölfe durchprügelt. Im Hintergrund sieht man auch ein bisschen die Eulen da am Wegesrand, die lachen sich schon schlapp. Haha, habt ihr die gesehen? Die zwei Idioten kommen wieder an. Ab durch den Wald. Bisschen was einsammeln. Knorke. So, Victory. Diesmal siegreich nach Hause gekehrt. Eine Kastanie. Man kann auch direkt wiederholen klicken, da muss man das nicht neu wieder losschicken. Aber es macht schon Sinn, erst einmal zu schauen, dass man die Helden auch wieder heilen lässt. Weil wenn die Helden natürlich dauerhaft umkippen, dann wird es halt schwierig. So, dafür brauchen wir Level 4. Für die Trainingsarmbrust brauchen wir nur Level 1, sehe ich hier. Na gut, dann kriegt er erstmal eine Trainingsarmbrust. Aber dann haben wir ihn schon mal ausgestattet. Und dann kann er ein bisschen mitknorken. Dann muss Eddie nicht immer alles alleine machen, die arme Sau. So, Noel in die Fernkampfreihe gepackt, ausrüsten. Eine Armbrust. Sie alle zu knechten. Schicken wir die beiden auf Abenteuer. Zack. Jetzt sieht man von hinten weg gesnipert den Armpilz. Das Wölfchen, das weiß auch noch nicht, was es blüht. Und zack, Fall an den Kopf. Und dazu springt er auch zu Kristall. Die Gegnertypen sind immer gleich. Es gibt später auch Elite-Gegner, die sind natürlich ein bisschen stärker. Die wollen unseren Helden dann eher ans Leder. Aber auch da gibt es nachher Möglichkeiten, bessere Ausrüstung zu bekommen und auch diese Abenteuer dann zu bestehen. Hammer. Geil. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Wenn ja, schreibt es unten rein. Was habt ihr in den ersten Stunden gemacht? Habt ihr euch da blöd verklickt? Habt ihr keine Möglichkeit gehabt, Gold zu bekommen? Oder seid ihr einfach durchgerusht und habt die beiden, wie sie bei euch auch heißen mögen, haben zu oft in den Wald geschickt, dass sie einen Schaden davon getragen haben. Möglich wäre das. So, die wahre Herausforderung tötet zwei mythische End. Da wird's schwierig.
Es wird Zeit, dass ein Krieger zeigt, dass die Investition in ihn nicht umsonst war. Schicke ihn los, um ein paar starke Ents zu erledigen. Die Kinder trauen sich nicht mehr aus dem Dorf wegen diesen Holzköpfen. Gewöhnliches Monster, Elite-Monster. Rollenspiel at its best. Elite-Version, die Belohnung geben. Ja, geil, ne? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir schicken die beiden nochmal raus ins Wäldchen. Jetzt tauchen auch Elite-Gegner auf. Die sind natürlich wirklich viel stärker. Und dann haben die beiden ein echtes Problem. So, zack. Gibt ein paar Heilkräuter. Da haben wir auch schon den ersten Elite-Gegner. Das könnte... Das endet böse. So, die beiden gehen erstmal nach Hause hier. So. Wolfsjagd. Töte 5 Timberwölfe. Das kriegen wir auch hin. Hallöchen, meine Söhne und ich sind die besten Monsterjäger ganz im Königreich. Ich habe gehört, dass du und deine Leute uns herausfordern wollt. Das soll wohl ein Scherz sein. Du kannst dir nicht mal einen Wolf erlegen. Bisch. So, 5 Timberwölfe sollen wir töten. Wir warten mal, bis die beiden sich da ein bisschen wieder zurechtgeknockt haben. Damit wir Noel nachher auch trainieren können, brauchen wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen Kohle. Das machen wir auch. Ich gebe mal das ab. Die zwei Bretter, 400 Gold, geil. So. Eddie wollen wir nicht trainieren, aber wir wollen Noel auf Level 4 bringen. Jetzt müssen wir uns Holz besorgen. Denn wir haben nicht genügend Holz für 4 Bretter, damit Noel eine stärkere Waffe bekommt. Aber das ändern wir, indem wir einfach nochmal ins Wäldchen zurückgehen. Mit Glück knocken wir den jetzt auch auseinander. Jawoll, 25 Gold eingeheimst. Gewinne, 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 sagen die beiden sich. Und wagen sich tiefer in das dunkle Wäldchen. Da ist so ein piefiger Wolf nachher auch gar nichts mehr gegen. Haben die beiden schon tausendfach getötet. Und knüppeln sich jetzt auch noch durch den Pilz da durch. Na, kommt Jungs. Und den zweiten Pilz. Klatsch, sagt das. So, auch diese Schlacht haben sie erfolgreich geschlagen, die beiden Jungs. Und porten sich wieder zurück. Victory. Man versucht jetzt hier an dieser Stelle diesen Balken voll zu bekommen, damit man gegen den Eulenmann kämpfen kann. Denn der Eulenmann ist ein ziemlich bösartiger Geselle mit einer ziemlich fetten, geilen Glewe. Ah, vielleicht mopsen wir die. So, die beiden heilen sich. Zack, Kastanienbrett 3 kriegen, können wir da fertig bauen, aber das reicht noch nicht. Deswegen schicken wir sie wieder los. Gleich wieder am Anfang, erster Elite-Gegner. Doppelschlag, Held, zack, kaputt geknorkt. Jetzt wird Eddie wieder alleine unterwegs sein. Zack, peitscht nach das. Ein Leben hatte er ja noch. Das Wölfilein. Zack, Pilze klatschen. Immer schön auf die Pilze. So, Eddie, gib alles. Kupfererz. Bisch, Kupfererz. Und ein bisschen Holz. Genau das brauchen wir nämlich mit Glück. 2 Stück. Verdammt, das war nur 1. Gut, dann müssen wir jetzt die beiden gleich nochmal losschicken. In der Zwischenzeit kann man natürlich auch hier wunderbar schon mal ein paar Sachen zusammen herstellen. Das geht auch. Man könnte es allerdings auch alles komplett machen. Es sei denn, wir... Ne, da fehlt auch noch. 2 fehlen da noch. Oha, oha. Ja, der eine, der ist natürlich ein bisschen lahm zugange. Aber da Eddie der Tank ist und natürlich ein volles Leben hat, kann er schon mal erstmal wieder losziehen hier mit Noel im Gepäck. Sehr cool. Hey Eddie, ist das dunkel hier im Wald? Nein, Noel. Niemals. Aber mir wird so oft schwarz vor Augen. Du solltest dir vielleicht auch eine Brustplatte anziehen, Junge. So. Guck mal, da haben wir die Wölfe jetzt auch gleich kaputt. Und 2 Kastanienbäume haben wir. Mit Glück kriegen wir jetzt gleich noch was. Oder wir müssen uns wieder zurückziehen. Ja, ist jetzt ganz gefährlich werden. Aber nix da. Die beiden Abenteurer wacker und wagemutig. Victory. Zack. So, jetzt wird erstmal wieder hart gearbeitet hier. Man kann ein paar mehr Sachen ansammeln, dann muss man das nicht immer gleich sofort alles machen. Denn das lohnt sich meistens erst, wenn man dann
ein paar mehr Sachen hat, dass man das alles auf einmal craften kann. So, Noel da rein, Eddie da rein. Man kann auch mehrere Slots belegen, hier 5 Stück an der Zahl. Das ist eigentlich auch eine saugeile Geschichte. So, eine Kundschafterjacke, die wollen wir auch noch herstellen hier. Bing sagt das. Kupferbarren auseinandergeknorkt. Wenn wir jetzt Gold brauchen, können wir das alles verkaufen. Die Sachen, die wir fertig bauen. Sollte man natürlich nicht einfach komplett alles verscherbeln, weil man kann ja auch noch ein bisschen was benötigen. Für später vielleicht. Aber diesmal scheint das nicht so zu sein. Also das heißt, wir haben jetzt die Ressourcen, die wir haben. Da könnte ich jetzt zum Beispiel hier ein paar Brustpanzer bauen, Militärbeinschienen. Ich stelle jetzt einfach mal welche her, 5 Stück. Wenn ich die jetzt gleich verscherbe, haben wir auf jeden Fall ordentlich Kohle. Dann können wir die auch auf Level 5 bringen, die beiden Jungs. Denn wie ihr seht, 79, zack und verkauft. Von dem Material, was man angesammelt hat. Sehr cool. So, da kriegen wir Gold. 300 Goldstücke nehmen wir mit. Und die 2 Elite-Ends, die haben wir auch noch. Und jetzt kommt das Wichtigste, warum das Spiel wahrscheinlich Swag and Sorcery heißt. Wir beenden das Ganze mal. Du hast das Richtige getan. Die Staatskanzlei seiner Majestät ist stolz auf dich. Außerdem ist es besser, eins in Stücke zu hauen, als den Wald abzuholzen, nicht wahr? So, schließen. Wir haben einen neuen Bauplan bekommen und können jetzt den Smog-Laden basteln. Der Mode folgen. Bevor wir das machen, gehen die beiden aber sich natürlich nochmal einmal schön chillig entspannen. Beide ausgeruht, beide wieder bereit für neue Abenteuer. Ich hoffe, dir hat das Let's Play gefallen. Schau einfach mal auf meinem Twitch-Channel vorbei, falls du mal Bock hast, live zuzuschauen, während ich ein Spiel spiele. Das mache ich immer dienstags, donnerstags und samstags. Ausnahmen bestätigen hier die Abenteuerregel. Wenn dir das Spiel gefallen hat, schau einfach mal, dass du einen Kommentar da lässt. Wenn du es dir schon geholt hast, sag mal, welches Level du hast, ob du das geilste Equipment hast und ob du schon deine Modewettbewerbe gewonnen hast. Wenn nicht, schreib mal rein, so ein Dreck. Immer sehen die anderen hübscher aus als ich. So, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Danke fürs Zuschauen.